Ich werde dieses Haus verwüsten und dann niederbrennen. Ja, ich werde dieses verdammte Haus dem Erdboden gleich machen. Und, Philipp, sind Sie vollzählig? Der alte Monroe. Ja, Vater. Gut. Wer hält doch diese alberne Waffe in der Hand? Das ist Paul Franks, Vater. Paul Franks, der Brandstifter. Halten Sie das Maul! Wir verteilten den Spiritus, den wir in der Küche fanden, gleichmäßig im Wohnraum. Wir achteten penibel darauf, dass alle Möbel, Gardinen und sonstige brennbaren Elemente vom Spiritus getränkt waren. Ja, brenne! Und jetzt alle raus hier! Das Feuer breitete sich in Sekundenschnelle innerhalb des Hauses aus. Schon kurze Zeit später stand das gesamte Haus lichterloh in Flammen. Eine bis dahin noch nie gekannte Kraft. Ich fühlte die Genugtuung der Rache. Noch heute höre ich dieses in das Fleisch bohrende Geräusch der Haken. Das Blut spritzte überall aus ihm heraus und verlor sich in dem darunter stehenden Bottich. Annabelle! In mir sein Blut! Ihr dummen Sterblichen! Wann werdet ihr endlich verstehen? Und nun, alles war vorbei. I'll never regret it. Well, I missed the test by far, so I didn't get it. Who the hell you think you are? Got all I need. We just wanted to make my sleep in like seaweeds. When it falls, I'm so not touched, waving like seaweeds. When it falls, I'm so not touched.